Einst lebte ein Mann, der träumte von Feuervögeln. Er ging eines Tages im Wald spazieren, da gewahrte er vor sich einen hellen Blitz. Er war so geschockt und schloss vor Angst die Augen und sprang hinter einen Baum. Und dann rief er aus: Allah sei Dank, dass er mir eine so kluge Frau geschickt hat. Allah sei großer Dank. Und dann gingen beide durch die Schlucht. Am anderen Tag kam sie tatsächlich in sein Schloss, ganz in Schwarz gekleidet. Sie trug einen Korb über dem Arm und in dem saß ein schwarzes Huhn. Es war einmal ein schöner Jüngling. Und wie bei vielen schönen Jünglingen das so ist, er war dumm, strohdumm. Der Jüngling fing an nachzudenken und das dauerte bei ihm nun mal etwas länger, weil er ja nicht gewohnt war zu denken. Aber schließlich hatte er doch etwas gefunden und sagte: Ich wünsche mir mehr Verstand. Als die Sultana mit gefesselten Händen vor den Galgen geführt war, stand eine große Menschenmenge da, denn alle wollten das Schauspiel sehen. Unter ihnen auch der Lautenspieler, ihr Mann. Und als man ihr gerade die Schlinge um den Hals legte, da erklang aus der Menge eine glockenklare Stimme, die rief: Halt! Was tut ihr denn da? Wisst ihr denn nicht, wer das ist? Das ist doch keine Fischplatte, das ist doch der Kopf einer Sultana, meiner lieben Frau. Im alten Griechenland war eine junge Frau, so erzählt man sich, auf den Tod angeklagt. Dass sie dennoch begnadigt wurde, lag an ihrem Verteidiger, der ihr nämlich das Brusttuch vom makellosen Busen riss und den Anwesenden zurief: Wollt ihr dieses vollendete Kunstwerk der Götter wirklich zerstören?